Dieser Anruf kostet Sie 1 Euro. Oha! 99 Cent. Okay, egal, wir sind jetzt drin. Pro Minute. Was? Sei nächstes Mal live dabei. Leute, ich würde sagen, es geht wieder los. TikTok Mittwoch, wir sind wieder am Start. Der erste Crazy Chat ist wieder hier am Start. Alle sind am Start. Das Vogelnest sitzt mal wieder. Es ist sogar wirklich heute Mittwoch. Wow, es ist wirklich Mittwoch heute an diesem Tag. Es ist unglaublich. Wir gehen rein heute, wir schauen uns wieder ein paar dumme TikToks an. Wusstet ihr, dass es ein Lachtelefon gibt, wo man anrufen kann? Dann lacht man miteinander. Ich würde gerne lachen. Aber natürlich, bist du allein, zu zweit, dritt. Wir sind zu zweit. Fantastisch. Digga, die rufen echt bei so einem Telefon an einfach. Bester Stream Deutschlands. Ich glaube nicht, aber kurz geht raus. 1, 2, 3. What the fuck? Boah, ich muss die Nummer haben, ich will jetzt auch mein deutsches Lachtelefon anrufen. Hallo und herzlich willkommen beim Lachtelefon. Aktuell sind unsere Leitungen ausgelastet und viele Anrufe kommen nicht durch. Okay, gut, ich kann auch verstehen, warum das jetzt überlastet ist, weil das TikTok hat einfach fucking 400.000 Likes. Update, aktuell gehen sehr viele Anrufe an uns rein, weil ein Video auf TikTok viral gegangen ist. Und unser ehrenamtliches Team kann leider nicht alle Anrufe annehmen, deshalb bieten wir zusätzlich auch Zoom-Calls an. Boah, die waren das, die da immer lachen. Oh, ich hätte so gerne mit denen gelacht. Ich suche jetzt aber eure Nummern an, die mir reinschreibt. Super Idee, oder? 112, ja, dann ruf ich doch gerne an. Digga, was ist das für eine scheiß Idee? 6 und dann nochmal 3x6. 666. Dieser Anruf kostet Sie 1 Euro. Oha! 99 Cent. Okay, egal, wir sind jetzt drin. Pro Minute. Was? Die Abrechnung beginnt in 3 Sekunden. Was? Egal, wir gehen rein, wir bleiben drin. Willkommen bei der 6x6 der geilsten Handynummer in Deutschland. What the f***? Was ist das für eine Scheißnummer? Oh, danke euch, Leute, danke. Bruder, what the f***? Warum hat das so reingestellt? Aber irgendwie will ich auch wissen, was jetzt passiert, weil ich noch weiter drin war. Wer hat das reingeschickt, Digga? Oh, Junge. Sollen wir nochmal reingehen? Willkommen bei der 6x6 der geilsten Handynummer in Deutschland. Extrem geil und unkompliziert. Lass dich direkt zu einer unserer immer geilen Frauen verbinden. What the f***? Du kannst uns auch live im Internet auf 6. Nein, 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 das kann man nicht. Gratis als Willkommens-Service ist nur für Personen ab 18 Jahren. Oh, das reicht. Danke euch für die geilen Tipp hier, dass ich da anrufen soll. Habt ihr auch noch vernünftige Nummern, wo ich anrufen kann? Sowas wie die Lach-Yoga-Nummer halt. Dann jetzt keine Nummern, wo ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 7x7. Von Ihnen gewählte Rufen. Danke euch, da kommt gar nichts. 0011. Gar nichts, Kuss. Im Base-Chat finde ich meinen Traumpartner. Ich muss erstmal schauen, was der Base-Chat ist, bevor ich da jetzt irgendwie noch hier gebannt werde. Dating-App, kostenloser Telefonchat. Nee, Leute. Ich vertraue euch nicht. Willkommen. Nein. Ich bin Jenny, dein Dating-Assistent. Gott. Kurz vorab, BaseChat ist absolut kostenlos. Oh, keine 1,99 € die Minute, da freue ich mich. Bei BaseChat überspringen wir einfach das lästige Hin- und Herschreiben und kommen direkt zum Gespräch. Wähle die 5, um mehr mit Frauen zu sprechen. Hallo. Hallo, wer ist denn da? Mädchen. Ein Mädchen? Das freut mich aber. Mhm. Hat das Mädchen auch einen Namen? Sag ich nicht. Kann ich verstehen. Ich bin der Moritz. Wie alt bist du? Ich bin 21. Dann sollte ich mal was skippen, ne? Wieso das denn? Ich bin 15. FBI, open up! Skip! Ja, what the f***? Oh! Hallo! Wer bist du, mein Lieber? Was ist das für eine Seite, Digga? Du bist die ganze Zeit geskippt, ne? Ich vergiss. Oh, hallo! Hallo! Hallo? Hallo! Wie geht's? Ah, gut, gut. Aber ich hab das Gefühl, du bist kein Mädchen, kann das sein? Das ist so, ja. Ah, scheiße, ja. Wie bist du denn hier gelandet? Hast du dich als Mädchen ausgegeben? Eigentlich nicht. Ah, Bruder, dann bist du. Aber wahrscheinlich. Du hast irgendwie falsch eingegeben, glaube ich, Digga. Hi! Hallo? Hallo, bist du die von vorhin? Bin ich. Nee. Wir haben doch vorhin schon telefoniert, oder? Nee, ich glaube nicht. Ah, okay, schön. Ja, wie heißt du denn? Ich heiße Ella und du? Ah, Ella, hi, ich bin der Moritz. Kennst du die Heygam? Die was? Digga, negativer Riss. Hallo. Ja. 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 Ist ja, ja. What the fuck, die hassen mich alle, Digga. Wenn ich schaffe, dass hier einer den Burger-Pommes-Song mitsingt, das wäre krass. Ja, die Nummer... Bubi-Lein. Ja, ich bin Bubi. Dich. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Hallo, was geht? Hallo! Ja, ich bin gut drauf. Geil! Ja, dann lass uns schreien. Ah! Ja, super! Los, ah! Ja. Ah! Stirbst du gerade? Hallo? Was machen Sachen bei dir? Nix, ja, bei dir? Hallo! Hallo, an den Typen da hinten! Hallo, hallo! Na, wer ist es? Bist du Gubi Fortnite? Bist du das? Fortnite? Na, Gubi, bist du Gubi? Fortnite? Nein! Kennst du den Burger Pommes Song? Burger Pommes auf die 1! Ja, und weiter! Mach Pommes! Krieg
kranke Scheiße. 444666, das hört sich gut an. Von Ihnen gewählt. Ach Leute! 911, ja, perfekt. 44644. Von Ihnen gewählte. Kuss geht raus. 8887688. I doubt it, dass es geht. Von Ihnen gewählt. Ach Leute. 99909. Die von Ihnen gewählt. Oder noch eine Nummer, wenn jetzt noch einer, dann machen wir weiter, wirklich. Dann habt ihr verkackt. Dann machen wir noch einer, dann gehen wir weiter zum nächsten TikTok. 87664. Die von Ihnen. Gut, Freunde, dann machen wir weiter mit dem nächsten TikTok. Das ist so weird, diese Videos. Das sind so AI-Videos, die sind so komisch. Digga, was ist das? Das Klassenraum ist so gestaltet, dass es im Sommer nicht mehr heiß ist und die sitzen alle im Wasser. Der Klassenraum ist so gestaltet, dass es im Sommer nicht mehr heiß ist. 1. Es gibt eine Umkleidekabine am Eingang. Zieh dich vor dem Betreten des Klassenzimmers in ein kühles Outfit um. Was ist das für eine Scheiße? Wer kommt auf diese Kackidee, den Klassenraum zu haben mit Wasser drin? Der Lehrertisch wird durch einen Gefrierschrank ersetzt. Super Idee. Ein Teil des Klassenraumbodens wird mit Wasser gefüllt. Top Idee. Ein Brett wird am Eingang installiert. Genießen Sie einen 300. Ein Schwimmbett? Wäre ultra die geile Idee, weil da so ein Schwimmbad am Anfang vom Klassenraum ist. Wäre ultra gut. Würdet ihr jetzt feiern, so ein Sprungbad im Unterricht? War Hammer. What the fuck, wie ist der bitte abgesprungen? Der ist voll komplett gestorben gerade. 60 Grad Schwebespaß und bleiben Sie den ganzen Sommer überkühlt. Ist das kacke? Im Klassenzimmer werden Spuckbecken je nach Schülerzahl angeordnet. Die Spuckbecken sind mit gekühlten Getränken gefüllt. Gute Idee. Kombination mit Einzelschulbänken und vollgestopften Lernmaterialien können Sie während des Unterrichts ein Bad nehmen. Digga, stell mal vor, so ein Klassenraum würde es wirklich geben. Das wäre so geil. Ich würde das so feiern. An einer Seite des Klassenzimmers wird eine Wandklimaanlage installiert, die rund um die Uhr Luft bläst, um zu verhindern, dass es im Raum zu kalt wird und man sich erkältet. Schule in Ohio, normalste Schuhe. Der anderen Seite des Klassenzimmers ein Außenklimagerät installiert. Digga, ich hab das Gefühl, das könnte ein bisschen sehr kalt da drin sein. Super geile Idee. Das hier habe ich auch gesehen. Wisst ihr, wo das ist? Save einer aus dem Chat, weiß es 100%. Wo ist das hier, Digga? Was ist das? Ey, wir ran jetzt Zimmer. Oder was ist das für ein Schwimmbad? Ich will den rausholen. Da kann man schwimmen und hier sind so Piranhas im Becken. Da schwimmen so fucking Fische drin und sowas. Und guckt euch das mal an. Was ist das? Ich hab da irgendwie Angst. In Bottrop? In wem, Junge? Tropical Island, safe nicht. In Dubi. In Dubi, safe. Bayern, Saarland. Ja, genau, da wird's sein, oder? Das hab ich auch nicht erschrocken. Wusstet ihr, dass fucking Eichhörnchen solche Sounds machen können? Sogar Obi kommentiert, Digga. Sogar Obi. Das ist ein TikTok, was deutlich zu weit geht. Digga. Er weiß noch nicht, dass ich schwanger bin und bald werden wir Teenie-Eltern sein. Digga, er ist komplett happy. Imagine, du kriegst über TikTok gesagt. Das ist, glaube ich, die schlechteste Möglichkeit, um das zu leaken. Lauf auf Schocks und chill meine Fitness-Rosen. Oh, hab ich das geliked? Ja. Kriegen wir dich auch so fresh? Safe, oder? Storytime. Da musste ich auch los. Was ist das denn für ein Video wirklich? Wie ich von meinem Schönheitschirurg verarscht wurde und jetzt trotzdem so aussehe wie Steve. Also ich weiß nicht, wie er vorher aussah, aber Alter, der wurde wirklich von seinem Schönheitschirurg geprankt. Ich weiß ja nicht, was er... Der wollte ihn wahrscheinlich wirklich zu Steve machen. Junge, denkst du, es gibt so manchmal so Pranks? Beim Schönheitschirurg, die machen sich so einen Witz. Ja komm, den machen wir zu Steve. Wie sah er vorher aus? Das würde mich mal interessieren. Aber er hat schon Ähnlichkeiten leider ein bisschen mit Minecraft Steve, muss man leider sagen. Ein bisschen, es tut mir leid. Sag mal ehrlich, würdet ihr die Treppen hochlaufen für euer Laluli, wenn er ganz oben wäre? Was ist der Laluli, Digga? Was ist das? Für meinen Laluli natürlich. Für Laluli würde hochfliegen. Keine Ahnung, was Laluli ist. Was ist Laluli, Leute? Was ist das? Hey, Mo.